große Raum ist von beißendem Gestank erfüllt. Durch die Schwaden bräunlichen Nebels könnt ihr einen Alchemisten an einem Tisch werkeln sehen. Aber auch er scheint euch bemerkt zu haben. Auf eine Handbewegung seinerseits hin lösen sich fünf undeutliche Schemen aus der Tiefe des Raumes und greifen euch an. Schemen sind immer schlecht. Okay. Hätte ich nicht gemacht an deiner Stelle. Ah, es sind aber nur Zombies. Guck mal, Gott sei Dank, rechts der sich nicht bewegende Markus. Ne, der hat fünf, das heißt, du kannst zwei weglaufen. Ja. And fire. Sau gut. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Beim Magier und beim Bogenschild. Nein. Nach links sind zwei Gegner bei unser. Genau da in die Richtung. Hm. Immerhin sind wir wieder zusammen. Ach, das ist der Magier. Okay. Aua! Okay. Magier können auch Schaden machen. Ja, kann ich ja auch, nur nicht oft. Ist das geil! 15 Schaden! Ich würde nicht feuern, ich würde mich bewegen. Bewegen, drei in die Richtung. Ja. Nee? Ja. Bewegen. Drei in die Richtung. Noch geht's ihm gut. Bewegen. Ich würde neben den Zombie gehen. Ja. Neben den Zombie? Ja, neben der Mumie. Okay. Ja. Ja, es bringt nichts. Du kommst nicht schnell genug an den Magier ran. Das heißt, du musst den Magier eigentlich mit Pfeilen eindecken. Hm. Und damit du ihn mit Pfeilen eindecken kannst, darf die Mumie nicht mehr den Bogenschützen angreifen. Hm. So, jetzt meine Analyse. Daneben. Was machen wir mit dem? Wo ist er? Ich habe nicht gesehen. Kann er schießen? Nee, nee, kann nicht schießen. Dann bleib einfach stehen. Sichern. Ja. Bewegen? Ja? Ja. Ah nee, der falsche Charakter. Ich war beim Lukas. Du hast vollkommen recht. Angreifen. Mal ein bisschen aufräumen. Weil die sind ja alle nicht gefährlich, nur der Magier. Mhm. Angriff. Mhm. Noch geht's ihm gut, eins noch da. Mhm. Und Feuer. Den Magier angreifen. Mhm. Okay. Würde ich. Er hat noch Trefferpunkte. Shit. Sehr gut. Zwei nach da. Der zu binden. Ins Dunkel zu treiben. Und ewig zu binden. Sichern. Einer weniger. Sichern. Das war blau, blauer Waffe kaputt, ne? Weiß ich nicht, du hast die Anleitung. Das hast du jedes Mal. Ich glaube, blauer Waffe. Ja, es ist auch halt immer die Wahrheit. Jetzt würdest du immer die Wahrheit sagen. Komm, jetzt komm nicht mit Technik. Blau ist Treppe nach unten. Okay, dann. Was hat der für eine Rüstung? Ja, der wird so ein Magier-Schild gemacht haben. Magier machen das manchmal. Ich habe ihn nicht zaubern sehen. Das sagst du jetzt nur, um mich zu verwirren. Jetzt habe ich ihn zaubern sehen. 10 Schaden. Ich würde mit dem Bogenschützen, der hält nichts aus, dann würde ich weggehen. Ja, der hat noch 3 Punkte. Ich glaube, wäre der Michi dran gewesen, wäre es langsam kritisch. Ja.
wären dann schon irgendwie 20 Stück gewesen. Das ist schon. Du musst jetzt mal ein oder zwei wegräumen, weil sonst sieht es ganz schlecht aus. Jetzt geht er auf Nahkampf. Sehr gut. Magier können nichts. Ich würde mich wegbewegen. Noch. Ja. Nee. Achso, du willst. Ja, kannst du auch. Nö. Wie nö? Ja, doch, kannst du auch. Ja, es ist egal. Du musst. So oder so wirst du ihn nicht angreifen können. Alles gut. Ja, eben. Deswegen dachte ich, machen wir mal. Alles gut, alles gut, alles gut. Kann man so machen. Blau ist Attacke oder Paradepanzer? Hm. Den haben wir schon mal weg. Er hat keine Astralpunkte mehr. Ja, sonst würde er ja zaubern, ist ja klar. Ja. Eins zu Seite. Geht der Mensch wie die Leute. Ja, doch, kannst auch so feuern auf den Zombie, ist egal. Ja? Ja, mach einfach weg. Ja, dann kann der. Machen wir nochmal die Mumie weg und dann kann der Torwaler in den Nahkampf zum Magier gehen. So, aber nein. Bewegen. Bewegen und zwar zwei, nein, zwei in die Richtung, bitte. Top. Ah, okay, ja. I see. Weil du hast den Lukas nicht zur Seite gezogen. Das heißt, sonst hätte ich gesagt, greif den Zombie weiter an, aber so geht's auch. Ja. Ich habe mir schon die Alternative überlegt, während du die nächsten Charaktere gespielt hast. Jetzt würde ich mich bewegen. Ja. So, dann wollen wir doch mal. 10 Schaden. Boom! Also den Magier umbringen wäre jetzt schon nötig. Ja. Oder? Also, wenn der flieht, wäre schon ärgerlich. Ich würde jetzt auch mit dem Zwerg auf den Magier kloppen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ja, der, der, ja. Der, die Mumie flieht nicht. Ja. So, eins, nee, eins Angriff. Jetzt kannst du ja, ja. So, jetzt nochmal 10 Schaden, bitte. Wir machen jetzt mal wieder die. Nein. Ja, es ist echt jedes Mal dasselbe Problem. Hei. 8 Schaden. 18 Schaden hat er. Und ich glaube, vorher hatten wir mal 3 gemacht oder so. Da ist ein Schaden weg. Ja, kannst sichern. Kann auch in die Richtung gehen hier. Ja, kannst du auch. Aber erstens brauchst du 5 Runden, bis du da bist. Und zweitens kannst du nicht angreifen. Jetzt flieht er doch. Nee, er ist weg. Ja, aber die Mumie ist noch da. Ja, aber das war jetzt enttäuschend. Ja. Das ist nicht so, nein, das ist nicht so genugtuungsmäßig, wenn er abhaut. Ich weiß, bei DSA hauen die immer alle ab. Der Markus würfelt das auch immer aus und wir gucken immer leiden, da sagt er, ach nee, er flieht nicht. Hm. Ja, es ist echt, das hat was mit Genugtuung zu tun, oder? Wenn das die ist Bösen, so, wie wenn bei StarCraft der Computerspieler aufgibt. Nein! Ja, ich meine, der Böse greift dich an. Also richtig, also nicht du greifst an, sondern der Böse greift dich an. Und er ist eindeutig, also es ist ja schwarz und weiß, der ist, mag das ja. Mhm. Und dann sagt er, ja, okay, er wurde jetzt 3-mal getroffen, haut jetzt ab. Was ist denn das für eine Genugtuung? Der Böse rennt ja weg und macht weiter? Was ja ist das denn? Das ist so ein bisschen so. Oder die Orks fliehen alle.
Okay, wir sind mitten im Land, hinter uns das Dorf mit den kleinen Kindern, die auf der Wiese spielen und die Orks hauen ab. Wollen wir die Orks abhauen lassen? Was? Weißt du, also es ist so. Also. Nicht so. Nicht so. Und ich bin auch der Meinung, also, das ist unrealistisch, dass das so war. Also, ich meine, im Mittelalter, wo ihr natürlich keine Orks und Dings, sondern wo Schupp. der Gegner sozusagen. Oh, Totenkopfgürtel. das ist cool, Dennis. Keine Ahnung, was Das der sieht nach macht. Special aus. Dafür hatten wir immerhin noch Platz. Ja. Ich würde ihn aber noch nicht anziehen, bevor wir ihn nicht Bevor wir nicht dem. wissen, Wie kann was. man denn Sachen, magische Sachen. Ich gucke mal in der Anleitung nach magische Sachen, oder? Auf jeden Fall im Mittelalter, wenn, sagen wir mal, die Wikinger haben irgendein Dorf überfallen. Die vom Fürsten, die Soldaten haben sie gestellt irgendwo auf dem Weg zurück zum Schiff. Haben die ja auch nicht gesagt, okay, die Hälfte, naja, dann geht der mal weiter zum Schiff. Sondern wurden die niedergemacht, oder? Was sind denn hier die Und du diese willst Farben Orange hier? wissen. Ja. Das wusste ich, dass du das wissen willst. Jetzt musst du aber kurz warten. Ich bin nämlich nicht so schnell, sonst. Sieht aus, als würde an diesem Nein, er Tisch muss. Ja, da alchemistische wollen wir gleich Experimente ran, Dennis. vorbereitet. Du musst mal kurz warten. So, welche Farbe hat's? So orange, blass, Blassbraun ist Tür, pink. blassbraun. Hellbraun Truhe. Nee. Könnte sein. Hier ragt ein Hebel aus der Wand. Wollt ihr ihn Oh betätigen? je, weißt du, ich habe noch nicht mal geguckt, was magische Sachen Ja? machen. Am Ja. Ende brauchen wir diesen blöden Gürtel und werden jetzt gegrillt. Ich habe ja gespeichert gerade. Ich betätige mal den Hebel. Ihr hört ein leises Klicken. Hätte ich nicht gemacht. So, wir hätten Alchemie-Set, Wir können nichts. KK-Elixier, Heiltrank, kleines Elixier, Nee, Rezept. KL ist Klugheit. Klugheit. Und ein Rezept für. Also, wir brauchen ja Rezepte. Hyaleler Feuer. Sau gut. Hast du gut gefunden. Expurumumum. Sehr gut. Was machst du denn jetzt gerade? Nehmt das alles mit. Alchemie-Set brauchen wir auf jeden Fall. Weil ohne kann sie nichts. Ja, wir wollen was wegtun. Doch, wir wollen ja. Was wollen wir? Beim Tonic bitte. Zwei Schilde bitte. Mehr? Schild, ja. Wollt ihr das tun? Ja. Tonic. Schild. Ja. Heiltrank. Die Truhe ist leer. Kannst du jetzt kurz warten, bis ich Menü Gegenstand benutzen? Übergeben, Gegenstand wegwerfen, muss den Gegenstand identifizieren, oder? Gibt's da für ein Talent? Kannst du gerade mal die Charaktere angucken? Talente. Identifizieren, irgendwie sowas? Muss bei Wissen eigentlich sein. Magiekunde. Magiekunde. Ja, guck doch mal. 0. Der Magier hat groß schon. Tonic könnte 5. 8. 8. Hurricane, machen wir weiter. Okay, meinst du, ich soll Also mal ich würde. Magiekunde drauf anwenden? Ja, ich würde aber den Magier wählen. Ja, ich muss nur erstmal dann den Gürtel da auch rüberbringen. Da, geh doch mal drüber und mach mal gucken, bitte. Einfach nur. Totenkopfgürtel. Okay. So, wir brauchen erstmal Platz hier. Soll ich den wegschmeißen oder? Die Armbrust, Ja. da gibt es echt Kohle. Der, wir haben die Schilde weggeschmissen. Gibst du doch Das einen ist ein Tonic? Tonic. So, Gegenstand übergeben an Hurricane. Talent anwenden. Nee. Okay, kannst du mal mit ihm drauf gucken? Das ist ein Totenkopfgürtel. Tja. Ich, Dann. also dadurch, dass wir überhaupt nicht wissen, was wir damit tun sollen, würde ich sagen, Wir behalten ihn. also erstmal, wir behalten ihn und Gehen erstmal in den wir fragen nächsten. mal jemanden, der sich damit auskennt. Ja. So, hier haben wir Rezept für Vomikum und Kraftelixier und Alle Rezepte erstmal starker. mitnehmen. Ja. So, und jetzt haben wir natürlich. Gegengift, CH-Elixier. Ja, Charisma.
Ja. Nee, Lukas. Wir haben. Draconian. Irgendwo haben wir doch ein Messer hier. Das genau, kann Messer kann weg und Wurfmesser kann weg. Ja. Draconian, Wurfmesser. Ja. Ja. Das reicht nicht. Ja. Nochmal Draconian, ich habe ein Messer dabei. Entermesser. 15 weg. Silber halt, ja, weg. Okay. Aber dafür haben wir die Tränke. Genau. Sichern. Das hast du schon, aber wenn wir das gleiche gefummelt, gleich wieder haben. Ja. Ah ja, es ist, dafür ist das Spiel nicht luxuriös genug zum Händeln in der GUI. Also. Bisschen Komfort dürfen wir uns nehmen. Ja, vermeiden, dass wir keinen Komfort haben, ist ja eher die Aussage. Ja. Diesem Tisch werden alchemistische Experimente vorbereitet. Okay. Ich glaube, wir haben das gelootet, was wir wollten. Ich meinte, ich habe irgendwo mal gehört von irgend so einem alten Wirtshaus, wo es Rezepte gibt. Das ist mir jetzt aber erst eingefallen, als ich... Wir sind einfach drüber gefallen, ja? Ja. Manchmal kann man ja mal Glück haben. Diabolik stöhnt urplötzlich auf. Er spürt, wie eine beklemmende, eisige Kälte und Starre in ihm aufsteigt und es sich binnen Sekunden nicht mehr rühren kann. Diabolik ist versteinert. Trox ist versteinert. Draconian ist versteinert. Lycos ist versteinert. Tonic ist versteinert. Hurricane ist versteinert. Okay. Tipp von mir, nicht in die Versteinerungsecke rennen. Ja. Aber der hat so ein bisschen so einen Blick drauf. Wo waren wir denn bitte? Kannst du das gerade nochmal auf der Map zeigen? Weil es ist schwierig, dir zu folgen, wenn du nur läufst. Also ich bin da gerade ausgegangen. Also, okay. Weil man erkennt es auf dem Bildschirm nicht, wo du ja, läufst. Ja. Ich meine, wenn du okay, klickst, weißt du es ja. Oh, sind wir jetzt? Oh, ein Skelett. Einfach drauf, das ist so popelig. Brauchen wir jetzt keine Taktik, ein Gegner. Wo bin ich denn? Du bist der Lycos. Nee, der Draconian. Das ist da, ja. Und drauf. Ja. Nee, da ist der Zwerg im Weg. Da reicht, bewegen und dann ist gut. Abwarten. 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 Ja? Ja. Sichern? Ja. Lass den Weg gehen. Ja. Ist irrelevant. Weil es wird, also, die Bogenschützen können nicht feuern. Also insofern. Wobei, wenn ich vorne außen rumlaufe, dann schon. Dann lauf nur eins nach Doe. Oder halt nicht. Aber die kannst du einfach umnieten. Ist ja scheißegal jetzt. Machen einfach um. Anscheinend machen ja unsere Nahkampfwaffen tatsächlich Schaden. Also wird das ja hier jetzt mal... einfach aggressiv draufkloppen. Wenn du dich bewegen möchtest, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Möchte ich das? Nee, er hat vier Seiten. Drei Nahkämpfe haben wir. Also könntest auf eine der Seiten noch einen Bogenschützen packen. Habe ich gesagt, eben brauchen wir nicht, aber... könnte man jetzt so, ja. Kann ich halt nicht angreifen. Ja, ja, da unten, das stört ja nicht. Ding, ding. Ich würde mit dem Jan, der hat vorhin Pfeile gespart. Okay. Eins hat da. Ja. Dann warten wir, bis der Hagen aus dem Weg geht. Das ist der Lukas. Wie immer ist der Hagen schon im Nahkampf, während alle anderen noch pennen. Weißt du, der ist mitten so Nahkampf und der Dennis steht in der letzten Reihe und denkt so, ich könnte mir wieder mein 2 Meter Kampfstab polieren, damit er keine Flecken kriegt. So, ach, was ist das denn? Da liegt ein Kieselstein mitten im Dungeon, weißt du, im Hintergrund. Ihr macht das so, schon. Ah, soll ich eigentlich die Flamme ausmachen mal? Das wäre bestimmt witzig. Komm, ich mache euch immerhin Licht. Ja, ja, alles gut. Es gibt, du bist unser Fackelhalter. Ja, das hat, man braucht eine tragende Rolle ja. Einfach. Schieß ruhig.
Hab ich doch. So, jetzt müssen wir irgendwie hier... Neben dir ist eine Truhe. In dieser Truhe lagert auf Samt gebettet eine seltsame Apparatur aus mehreren Kristallen, von der ein sanftes violettes Leuchten ausgeht. Du erlaubst, dass ich kurz speichere. Es schmeckt so nach, gleich fliegst du in die Luft. Mitnehmen? Ja. Versuch misslungen. Der Bodyguard wird von einer Giftnadel gestochen und versteinert binnen weniger Sekunden. Okay, nochmal. Es gibt auch die Option, tue nichts, gibt's einfach nicht. Mitnehmen. Mhm. Versuch misslungen. Ich probiere es jetzt noch einmal. Mit dem Diabolik von. Ich könnte... Hast du versucht wegzugehen? Ja, nicht erlaubt. Mhm. Zerschlagen? Nee, du bist nach unten gegangen, deswegen. Da hast du zerschlagen gemacht. Das hast du eben gemacht, da haben alle Schaden gekriegt. Okay. Okay, ich glaube, es gibt einfach zerschlagen. Bevor wir das tun, nicht, dass wir was Wichtiges tun, kaputt machen, würde ich gerne mal kurz nachlesen, was das für eine Apparatur ist. Weil wir wussten ja gar nicht, warum wir das gemacht haben mit der Herberge, eigentlich. Ja. Dann recherchieren wir mal kurz und dann geht's gleich weiter. So, wir haben kurz recherchiert und diese Apparatur, das ist so eine... Wir sind doch vorhin mal so alle versteinert worden und das ist die Apparatur, die das macht. Und man weiß es, weil wenn der Erste sie berührt, versteinert er auch. Ja. Ist doch selbsterklärend. Genau. Wenn du an der gleichen Sache stirbst, jetzt, muss die das sein. Deswegen machen wir die jetzt kaputt. Genau. Ich überlege langsam, ob wir mal irgendwie heilen sollen. Kann nicht irgendjemand Wunden heilen als Talent? Ja, das hatte ich vorhin auch irgendwo gesehen. Wer kann denn das? Talente. Wunden heilen. Wo steht's denn? Wissen müsste das eigentlich. Nee, Körper, hä? Ich würde es bei Körper suchen, aber es könnte auch Wunden. Da, heilen. Da, heilen Wunden. Heilwunden, Handwerk. Der Zwerg hat 7. Probier doch mal mit dem Zwerg Wunden heilen machen. Bei sich selber hast du einen fetten Malus bei DSA, also würde ich immer bei wem anders machen. Heilen Wunden. Wer soll behandelt werden? Nimm mich, komm. Der Bonnig verhilft. Siehst du? Das bringt was. Ja. Okay. Heilen Wunden. Atroxis. Ja. Das ist echt gut. Also normalerweise ist das eine Qual. Wunden identifizieren, Dingsy, das ist alles Ding. Aber hier, das ist ein Talent, das erhöhen wir auf jeden Fall. Ja, wir hätten vor allem, haben wir nie daran gedacht, dass man es ja mal anwenden könnte. Das ist ja, hier, kostet ja nichts. Oh, oh, oh. Hätte das nicht versucht, das kurieren würde, misslingt und Tonic erkrankt an Wundfieber. Aha, aber wir haben doch Dolfstängel. Ja, wir können doch Krankheiten heilen. Oh je, das kann der doch nicht. Ist noch nicht lange genug her. Okay, Talent anwenden. Heilen Wunden. Haben jetzt alle einmal eine Heilung durch. Ja, außer halt Diabolik. Und dann müsste der Tonic gerade, glaube ich, hier krank. 6. Ja, Talent anwenden. Ja. Also der Wert ist sozusagen die Trefferpunkte, die du kriegst. So, welches Kraut hilft gegen Wundfieber? War das nicht Dumpfstängel? Einmal kurz warten. Nochmal gucken. Ein eitriger Kröten. Ich muss jetzt auch nachgucken. Ich weiß sie nicht alle auswendig. Wo hatten wir doch hier was? Ja, ich bin ja dabei. Das hier eigentlich? Ich weiß sogar, wo ich gucken muss. Ach, das ist Alchemie-Set. Nicht wegschmeißen. Heilkräuter und Gifte. Dornfstängel werden von aventurischen Heilern gerne gegen alle Arten von Krankheiten verschrieben. Dann nehmen wir besonders doch mal einen. Wirksam gegen Paralyse und Sumpffieber. Ich esse einen, ja? Ja. Unbehandelten Zustand ungenießbar.
Okay, wir müssen also was damit tun. Warte mal, was hast du denn sonst noch? Ein Bäre ist es nicht. Was hast du sonst noch da in der Hand? Da, was da rumfliegt? Das ist? Ein Bäre ist Heilung. Das müsste Wirselkraut sein. Ja. Auch Heilung. Und das ist? Belmat ist auch. Warte mal, das ist gar nicht schlecht. Aus den dunklen Blättern, das Belmat-Strauß lässt ein vorbeugendes Mittel gegen Krankheiten und Gifte herstellen. Vorbeugend ist irgendwie blöd, ne? Hm. Was haben wir Essen? Sonst noch dabei? Ja, versuch doch mal, komm. Ist deutlich widerstandsfähig gegenüber Krankheiten und Giften. Ja, okay, ist aber immer. Was haben wir sonst noch dabei? Eitriger ja. Krötenschemel, das ist aber Gift, glaube ich. Ja. Kröten, wo ist ein Kröten? Wird doch gar nicht genannt hier, siehst du? Aber ich glaube, das ist. Ist er halt da in Rot? Tarnelen. Warte. Tarnele, löwenzahnähnliche Pflanze, Grundausstattung des Heilers. Salbe aus zerriebenen Tarnelenblättern zur nächtlichen Regeneration. Okay, bringt aber auch nichts. Was haben wir sonst noch? Guck mal weiter. Stopp. Nee, das wäre ja, schon alles. Ich hab schon alles durch. Okay. Schade. Ja, ich habe runtergeguckt. Also, es gibt noch ein. Ja, es gibt Heiltränke. Das ist ein Gegengift. Ja, aber das ist ja nicht krank. Vergiftet. Ja, okay. Bringt dir nichts. Das ist ein Heiltrank. Ja, aber Heiltrank ist nur Trefferpunkt. Das ist nicht gesund. Ja. Dann ist er halt jetzt krank. Ja. Ist dann halt so. Ja, so ein bisschen Wundfieber, an dem man sterben kann, das ist nicht wild. Ja, wir machen jetzt hier fertig. Nein, und dann. Du kannst gar nichts tun. Also, insofern, das ist egal. Ja.